Hallo Sabrina, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Als meine Freunde erfahren haben, dass ich dich heute interviewen darf, haben sie mich darum gebeten, dir eine Frage zu stellen. Und ich will sie dir jetzt gleich stellen, weil sonst vergesse ich es wieder. Nach deiner Audienz beim Kaiser Robert Heinrich I. Hattest du da noch eine kleine Rauferei oder, wie du gesagt hast, Pyjama-Fight? Ich kann mich nicht mehr so dran erinnern, aber das war eine ganz witzige Geschichte. Also er hat da zwar recht groß geredet drüber, aber hat das nicht eingehalten. Nicht? Nein, es ist nicht zu einem offenen Schlagabtausch gekommen. Schade. Finde ich eigentlich auch schade, weil das war ganz lustig gewesen. Wahrscheinlich schon, ja. Bist du nicht nur wild? Ich habe mir nämlich die Auflistung deiner Verletzungen angeschaut auf deiner Website. Die habe ich eigentlich gar nicht mehr fortgeführt, weil... Okay. Also es geht noch weiter. Ja, ich finde, das ist jetzt für einen Judo-Kämpfer nicht so erwähnenswert, dass man öfters kleinere Verletzungen hat, aber ich habe das für mich am Anfang einfach mal dokumentiert, aber ich glaube, seit 2006 habe ich da nichts mehr aktualisiert. Du hast ja vorhin schon von deinem Projekt da gesprochen. Das ist ja so ein soziales Sportprojekt und du setzt dich ja schon ziemlich dafür ein. Wie heißt das und worum geht es da überhaupt? Ja, also das hat angefangen damit, dass ich sehr gerne im Himalaya-Gebiet selber bergsteigen gehe und dort einige Freunde habe. Ich kenne Sherpas, die bei uns in Österreich in die Berghütten arbeiten, so saisonal. Und am Anfang hat es damit angefangen, dass wir halt die Familien dort halt unterstützt haben von den Sherpas. Und vor 2-3 Jahren hat es eben das erste Hilfsprojekt von der IGF, vom internationalen Verband, gegeben für Nepal. Weil die so in Waisenhäusern von Kathmandu Judo für Kinder anboten haben. Mhm. Und das Projekt heißt Judo for Peace, läuft in mehreren Ländern auf der ganzen Welt, aber jetzt speziell Nepal und in Bhutan, wo ich eben aktiv sein darf, hat es mich selber irrsinnig inspiriert und das macht mir total Spaß. Also am Anfang war es halt nicht viel. Ich habe halt Judogis und Kimonos gesammelt, die wir in Vereinen in ganz Österreich zusammen gesammelt haben und bin dann mit großen Taschen dorthin geflogen und habe das dann einfach verteilt und mit den Kids da halt Judo gemacht. Und in der Zwischenzeit und vor allem jetzt auch wegen dem Erdbebenunglück ist die Sache natürlich total intensiv und emotional geworden, weil viele Leute betroffen sind, die ich kenne. Und auch in Bhutan, wo das Erdbeben halt nicht so stark war, die halten da total zusammen und versuchen jetzt den Nepalesen zu helfen und da ist ja so eine ganz bestimmte Bindung dazu gewachsen und ich bin mir sicher, dass wir da in Zukunft irgendwie so meine Aufgabe und mein Auftrag, dass ich die unterstütze, nur forcieren. Schön, wirklich bewundernswert. Nun zu dir, du hast ja, also dein nächstes Ziel ist die Weltmeisterschaft in Kasachstan. Wie bereitest du dich davor und mit welchem Ergebnis würdest du dich zufriedenstellen? Also wir haben heuer während der Olympia-Qualifikation einige Saison-Highlights, aber das große Ziel ist natürlich die Weltmeisterschaft in Astana. Und die Vorbereitung hat heuer schon begonnen mit intensivem Aufbau, Kraftaufbau, Konditionsaufbau. Jetzt im Juni haben wir dann die ersten europäischen Spiele in Baku. Es geht dann nur zu anderen Turnieren, wo man Quali-Punkte sammeln kann. Und Ende August ist dann eben die Weltmeisterschaft. Ich versuche, so viele Punkte wie möglich eben für Rio 2016 zusammenkriegen, damit ich auch unter die ersten 14 in der Weltrangliste bin. Die qualifizieren sich fix. Aber bei einer Weltmeisterschaft ist eben immer das Ziel eine Medaille. Also ich habe schon einige Weltmeisterschaften hinter mir und ich war nie zufrieden, wenn es keine Medaille war. Da bin ich ganz ehrlich und deswegen ist das Ziel auf jeden Fall eine Medaille. Wenn auch immer keine dabei rausschauen soll, muss ich es also hinnehmen, aber es sind viele Punkte, die es da zum Holen gibt für die Olympia-Qualifikation. Okay, schön. Fast4 hat ja vor ein paar Wochen eine Dokumentation veröffentlicht über den Tagesablauf eines Nachwuchsspitzensportlers. Und für alle Sportarten stellvertretend war das ein Kunstturner. Hast du den Film zufällig gesehen? Habe ich mir extra angeschaut, ja. Ja? Also ich war total beeindruckt, vor allem weil das für normale Schüler oder Schülerinnen eben nicht ganz zum Nachvollziehen ist, wie sie
die jungen Menschen fühlen oder was die eben sonst nur so machen. Man sagt halt, man ist Spitzensportler, aber die meisten wissen nicht, dass der Tag eben viel mehr Stunden haben könnte und man viel zu wenig Schlaf findet. Aber das ist recht gut dargestellt, wie Disziplin und Eisern der Wille sein muss, dass man so einen Weg einschlägt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe das echt total gut dargestellt und mir macht das sowieso irrsinnig Spaß, die Turner vor allem da im Mittelpunkt zu stehen, weil die eben echt prädestiniert sind dafür, was Disziplin angeht und wie hart die Arbeit ist, dass man da an die Weltspitze kommt. Das ist eine Sportart, die extrem dominiert ist, natürlich von den Ostländern und wir sind selber viel in Japan. Wir wissen, wie das bei den Judo-Kämpfen abläuft und das ist eben ähnlich hart. Okay. Und ja, das ist ja nicht taugt der Film. Ja. Und in deiner Zeit, als du Nachwuchsspitzensportlerin warst, wie ist es dir da so gegangen? Ja, ich muss sagen, also bei mir war es auch nicht ganz einfach. Ich habe jetzt nicht den Weg gewählt über das Leistungssportzentrum, über das Borg, sondern ich habe HTL Maschinenbau gemacht. Ja. Ist natürlich zeitlich ein bisschen aufwendiger gewesen, aber ich habe geschaut, dass ich eben in der Früh zum Trainieren komme, viel mit dem Radl immer unterwegs gewesen und am Abend dann zum Judo-Training und das ist sie dann Gott sei Dank irgendwie ausgegangen. Und was würdest du dir wünschen für den österreichischen Judo-Nachwuchs? Ist vielleicht jetzt nicht so speziell auf Judo bezogen, aber ich glaube, wir haben irrsinnig viele Möglichkeiten und wir beschränken uns auch oft, dass wir zu wenig Infrastruktur haben oder zu wenig Trainer. Aber es hängt oft wirklich von Einzelpersonen ab, von dir selbst, was du für Motivation, für Inspiration, für den Enthusiasmus aufbringst, dass du deine Ziele verfolgst. Und ich habe das schon oft gesehen, nicht nur bei mir selber, sondern dass das auch bei jungen Leuten total wichtig ist, dass man da dran bleibt und dass man nicht aufgibt, wenn es mal nicht so läuft oder bei einer Verletzung, bei Niederschlägen oder bei einer Zeit, die vielleicht psychisch schwierig ist. Man muss einfach konsequent seinen Weg gehen und alles aufnehmen und aufsaugen, was man so an Ratschläge kriegt, sei es jetzt von Trainer, von Eltern und andere, auch von Lehrer oft, und seinen eigenen Weg finden. Also das ist ganz wichtig. Wir dürfen uns nicht immer beschweren, weil es gibt so viele andere Länder und Gesellschaften, Kulturen, die es viel schwerer haben als wir. Und wenn man das oft sieht, wenn man viel herumkommt, dann sieht man eben viel. Dann schätzt man das erst richtig wert, was es heißt, dass man so eine Unterstützung, wie es wir da haben, eigentlich hat. Und ich bin froh, dass vor allem auch bei uns in Oberösterreich das so gut funktioniert und dass das Umfeld so gut passt. Schön. Jetzt noch kurz zu uns fast vor. Was hältst du eigentlich von unserem Projekt, von der Idee, die Philosophie, die wir haben, dass wir versuchen, dass Künstler, Sportlerinnen, Musikerinnen, dass die da zusammenarbeiten, damit wir eben mehr Präsenz in den Medien erreichen? Ich höre irrsinnig viel davon. Also ich weiß, wie das funktioniert in anderen Ländern und die Verbindung vor allem zwischen Kunst, Kultur und Sport hat einen total breit gefächerten Wirkungsgrad, weil du hast immer Menschen, die sich vielleicht nur mit einem Thema beschäftigen und die dann auf einmal aufmerksam werden, auf dem Sport sei es jetzt zum Beispiel, und dadurch kriegst du nicht nur Wertschätzung, sondern auch Sponsoren, ein besseres Marketing, ein besseres Management, und wenn man das alles verbinden kann, dann fließt da irrsinnig viel Know-how und Wissen von der einen Seite auf die andere. Und man hat da einen anderen Zugang dann einfach. Und das ist für mich total interessant, dass das funktionieren kann. Es ist natürlich nicht einfach. Und es braucht immer Einzelpersonen, die da dahinter stehen, die das irgendwie forcieren. Aber ich glaube, dass es, so wie sie das angeht, eine total junge, dynamische Geschichte ist. Und mir macht es echt voll Spaß, dass ich da dabei sein kann. Okay, schön. Danke, dass wir das nette Interview führen durften. Und ich wünsche noch viel Erfolg bei deinen Sachen, die du da vornimmst. Dankeschön.